Waschbecken. Waschbecken. Und im Turbomarsch geht's raus. Sturmangriff. Na, Hauptsicherung geguckt? Super, dann ist das der Raum. Dann könnte es sehr wahrscheinlich auch noch Gefriertemperaturen geben. Super. Perfekt. Hast du einen Bewegungsmelder irgendwo hingepackt? Da, ja. Ich glaube, das sollten wir hier lieber auf den Boden packen. Noch nicht. Hauptsicherung ist aus. Ich habe Hauptsicherung wieder reingedreht, ich stand gerade davor. Bist du das? Oh Gott! Jetzt habe ich mich gerade erschrocken vor dir.
Ja. Hallo, ist hier jemand? Wo bist du? Wollen wir erstmal checken? Ja. Was tut das? Ja. Okay. Ich hatte nur die Hoffnung auf eine schnelle, spontane Antwort. Ist ja auch das eine oder andere Mal. Das stimmt. Ah, Bewegungsmelder ist angegangen. Ja. Oh, die Kamera vor dem EMF ist leider aus. Wo? In der Küche? Ja, da auf dem Tresen. Ah, okay. Ich kann noch mal reingehen. Aber Gefriertemperaturen hatten wir schon mal, ne? Nee, die ist an. Okay. Weiß ich nicht. Nicht sagen. Wollen wir ihn reizen jetzt? Ja, ich gehe da mal kurz gucken. Randaliert ein bisschen im Dining Room. Er ist da. Aber sie ist echt an. Sie ist das nicht. Ich kann sie hier drauf sehen. Sie ist das auch nicht. Ich kann sie hier drauf sehen. Sie ist das auch nicht. Nein, die ist das auch nicht. Und das war's. Da war jetzt im Flur sogar noch eine. Warte mal. Und die im Flur ist auch an, als wenn nur vier angezeigt werden können. Aber ja, wir
Okay, dann ist das komisch. Also an sind sie beide. Hast du sie auch da immer an- oder ausgeschaltet? Nein, soll ich mal eben? Aus. Aus an. Adult. Du bist erwachsen. Okay. Das ist doch schon mal schön. Ach so, ich wollte noch was anderes gucken. Verzeih mir, ich will dich nicht stören. Geh wieder. Gut. Die Geisterbox. Gespenst, Mare oder Dämon? Okay. Man guckt ja intensiv drauf, ob man irgendwelche Orbs sieht, ne? Aber nein. Ich starre momentan nur auf die EMF-Richter, da haben wir zum Beispiel einen Dreier. Okay. Komm, das Quintett kriegen wir voll. Und was würde uns das bringen? Gar nichts, EMF ist nicht. Bei den Geistertypen, die noch bleiben. Ah, okay. Das Einzige. Was brauchen wir denn? Fingerabdrücke für ein Gespenst, Geisterkugeln für ein Ma und Geisterbuch für einen Dämon. Okay. Also auf jeden Fall wurde da gerade was rumgeworfen. Da wurde gerade was rumgeworfen, sagst du. Hast du die UV-Lampe dabei? Ah. Sonst geh ich mit der gleich mal rein. Geisteszustand ist super. Er ist ganz schön aktiv und aggressiv. Könnte daher ein Dämon sein. Auf jeden Fall haben wir keine Orbs. Nee, egal wie wir es drehen und hoffen. Ah, er wird aktiver. Er bewegt sich nicht nur auf der einen Seite der Küche, er bewegt sich jetzt auch auf der anderen. Und jetzt wird er auch schneller. Ich glaube, er könnte geschrieben haben. Gut, dann lass uns da schauen. Sowas in der Art. Gemalt. Nee, er hat mit dem Geisterbuch geworfen. Ich kann es nicht mehr wiederfinden. Also man könnte behaupten, er hat auf jeden Fall mit interagiert.
Also vom Gefühl her würde ich ja eigentlich wirklich sagen, ist ein Dämon. Ich konnte keine Fingerabdrücke entdecken, habe allerdings jetzt auch nicht so irre viele Punkte abgeleuchtet. Ach, warte mal, ich kann nochmal am Fenster gucken. Ja, ich habe das Buch wieder gefunden, aber es ist leer. Na, schade. Ich habe nirgendwo Fingerabdrücke gesehen. Hab jetzt übrigens die UV-Lampe drin liegen lassen müssen, um das Buch mitzunehmen. Ah, okay. Nur zur Info. Nicht, dass du dich wunderst und gleich fragst, wo ist das Ding? Komm mit. Wandert da durchs Esszimmer. Ich würde mal sagen, Familienfest Kartoffel. Ja. Ja. Ganz schön am Tisch randaliert. Echt? So geil durch die Lampe. Achso. Ja, er rennt wieder durchs Esszimmer. Spielt Reise nach Jerusalem. Was machen wir denn nun? Ja, also wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein Foto. Dann vom Waschbecken ist mir egal. Aber vom Geist. Ja, schon. Wie heißt der Gute? William Miller. Okay, dann locken wir ihn halt raus. Ich versuche wieder mein Bestes. Ich hab echt Panik. William Miller. Du? Ja. Vielleicht brennt die Räucherstäbchen doch nur 30 Sekunden. Und du
Lichtschalter muss sie prinzipiell in dem Raum anzünden, wo der Geist drin ist. Möglich. Wir werden es bei Gelegenheit rausfinden. William Miller! William Miller, sind Sie zu Hause? Wir sind von der AXA Lebensversicherung. Haben Sie schon mal über eine Risikolebensversicherung nachgedacht? Die zahlt sich auch im hohen Alter noch aus. Ich meine, Sie möchten ja aktiv bleiben, entsprechend Sport treiben und an allen Aktivitäten weiter teilnehmen, wie Enkel auf den Knien schaukeln und so Dinge halt. Also eine Risikolebensversicherung, William Miller, wäre für Sie nur von Vorteil, das könnte ich mal ganz direkt sagen. Also ohne Zweifel. Warten Sie, ich mach mal das Licht an. Das kann ich sogar. Ja, lass mal an. Ja. Okay. Neues Kommunikationsmittel hier wieder. William Miller. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal an die Tür, William Miller. Wir warten hier auf Sie. William Miller. Er ist William Miller. Oh, William Miller. William Miller. Komm raus. Zeig dich uns. Zeig dich uns. William Miller, zeig dich uns. Zeig deine Nase. Zeig dein Gesicht. Zeig alles von dir. Nur den Biedel nicht. William Miller. Komm schon. Zeig mal her, was du hast. Sag mal hallo, Mäuschen, sag mal piep. Er ist der William Miller. William Miller. William Miller. Wow. Ich glaube, wir wollten gerade zwei verschiedene Lieder singen. Du wolltest William Miller singen und ich wollte ganz klar William Miller singen. Das ist ja gut. William Miller, William Miller, William Miller ist nicht da. Ich hab tief eingeatmet und der William Miller ist mein persönlicher Star. Komm herbei. William Miller, zeige dich. Na los. William Miller, William Miller. Kennst du das auch? Mit dem Licht flackern? Traust du dich überhaupt aus der Küche raus? Beziehungsweise traust du dich überhaupt in die Küche? Aus dem Esszimmer? William Miller. William Miller. William Miller, 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 Miller. Zeig dich. Komm schon. Du Ausgeburt einer Mutter. Super. So wie jeder von uns. William, Essen ist fertig. Willy, Oma ist da. Bill, Bill, komm. Zeig uns, was du kannst. Billy. Warum nennst du ihn Billy? Weil er William heißt. Okay. Bill ist die Abkürzung von William. Okay. Will. Nein, Bill. Okay, warum Bill? Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Oh, hier ist er direkt vor uns. Ah, ach so, du warst die ganze Zeit hier. Du bist jetzt erst abgehauen. Oh. Gibt einem manchmal zu denken, ne? Aber das kann doch gar nicht angehen. Wir haben doch deine Spuren im Van gesehen in der Küche. Dass du da laut warst. Wie bist du denn hier hingekommen ohne... Gespenst? Wahrscheinlich. Muss dann tatsächlich ein Gespenst sein. Ha, William Miller. Wir sind erschrocken. Spensterst du hier rum? William Miller, William Miller, William Miller wollen wir. William Miller, William Miller, William Miller sein Tier. Stürze dich aus dem Schrank auf uns arme Gestalten und lasse dabei alle deine Geisterkräfte walten. William Miller, William Miller, William Miller, eil herbei. Wir vermissen dich und würden so gerne mit dir Kuchen essen und auch Brei.
komm schon, William Miller. Zeig dich. Irgendwo bist du hier doch. William Miller. William Miller. Ich habe gehört, wie du die Tür benutzt. Genau. Wieso benutzt du die Türen, wenn du ein Gespenst bist? Bist du... Vielleicht sind es zwei. Genau. Vielleicht ist der kleine Billy Miller and Band. William. William Miller. Komm heraus. Das Spiel ist aus. Die Drogenfahndung hatte ich. Wir haben das weiße Zeug hier auf dem Boden gesehen. Überall die Häufchen. Versuch uns das mal irgendwie zu erklären. Hä? Mann, Mann, Mann. Geht doch zumindest sorgsam mit eurem Kram um. Komm schon, William Miller. Du bist wahrscheinlich hier wieder direkt links von mir, ne? William Miller. William Miller. Willy. Kann ein Stück zurückkommen? Okay. Danke. Willy Billy. William Miller. Free Willy. Komm raus. Free William Miller. Und zeig dich. Mach. Und buh. Und. Ja, genau. Da haben wir jetzt deine Fußspuren. Du stehst hier vor uns. Komm, William Miller. Jetzt leg los. Attacke. Zeig dich. Wow. Good God. Ja, what is it good for? Das ist eigentlich dein Teil. Absolutely nothing. Oh, Billy, ey. Jetzt habe ich so gebrüllt. Also, jetzt habe ich ganz trockenen Hals. Ist er denn jetzt durch Salz gegangen? Ja, er ist durch Salz gegangen. Also kein Gespenst. Nein. Darf ich auch einen Schluck? Danke. Jetzt nicht. Das wäre unfair. Das wäre sowas von unfair. Würde wahrscheinlich zu einer halben Katastrophe führen. Weil du die Cola noch von dir wirfst. So, jetzt an der Zeit, William Miller. Zeig dich. Du warst hier schon, du hast unseren Bewegungsmelder aktiviert, du bist durch das Salz gelaufen. Du hast totale Präsenz hier im vorderen Bereich bewiesen. Also, William Miller, bitte. Zeig dich. Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Sing uns ein Lied. La 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 la. William. La 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 la. La 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 la. La 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 la. William Miller. Sie haben gewonnen. Ja, unglaublich. In der Nachbarschaftslotterie. Kommen Sie heraus und holen Sie sich Ihren Preis ab. 1 Million Ghost Dollar. Ja? Ich sag Ghost Dollar, weil damit kann er zumindest noch was anfangen. Ja. William Miller, ich habe Limo getrunken. Ich muss gleich unhöflich werden. William Miller. Sag doch mal was, Bursche. Zeig doch mal ein bisschen mehr von dir. You can take out your dress. Los, komm, William Miller. William. It is time to say hello to your fellow guests. Danke. Tür zu. Der hatte irgendwas in der Hand, was er in den Augen gehalten hat, ne? War das eine Angst? Nein. Das war bestimmt so ein Leuchtstab vom Rave. Wunderbar. Wir haben ein Foto vom Geist. Das hilft uns leider nicht weiter. Also wir können auf jeden Fall Gespenst ausschließen. Ja, das ist doch schon mal was. Und wir können eigentlich auch die Orks ausschließen. Eigentlich ja. Also eigentlich ist es ein Dämon.
Ach so, Gespenst war gar keine Option, verstehe. Der Mar war die Option. Obwohl, doch, doch Gespenst ist. Gespenst, Mar oder Dämon? Mar. Was war der Mar? Was brauchte der? Achso, ja, stimmt, okay. Ja, dann. Gut, dann. Also, ich sag, es ist ein Dämon. Genau, ich sag auch, es ist ein Dämon. Ja. Nochmal ein letzter Blick. Ich sehe nur, wie da hinten die Bewegungsmelder aktiv sind und er da Teller durch die Gegend schmeißt. Aber uns verrecken, ich sehe keine Kugeln. Da wollte sich uns gerade ganz freundlich vorstellen und dann sowas, ne? Das ist auch immer traurig. Da traust dich dann irgendwann raus und die Personen, die dich die ganze Zeit rufen, rennen plötzlich weg. Voll frustrierend. Ach, der Arme. Es tut doch mir leid. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit unserer Ausbeute. Ich hoffe, ihm wird geholfen. Ja, hast du alles ausgewählt? Ja. So, dann wollen wir uns mal eines Besseren belehren lassen. Was es denn jetzt wirklich war? Ein Gespenst. Okay. Also das durch die Wände bewegen war tatsächlich, Fakt, ja. Aber scheinbar können sie wohl doch Spuren im Salz hinterlassen. Ja.